Da wären wir soweit. Funktionelle Gang- und Laufbahnanalyse. Hier jetzt insbesondere die Fußdruckmessung und ob sie einen Nutzen für den Patienten hat oder nicht. Das fügen wir mal ein Wort dazu. So, was ist jetzt überhaupt Fußdruckmessung? Wir reden von der Pilobarographie, so wie wir sie halt bei uns durchführen. Es ist eine dynamische Aufnahme der plantaren Druckverteilung. Das heißt wirklich, die Aufnahme wird gemacht, während der Patient in Bewegung ist, während er wirklich läuft und ganz normal abrollt. Im Gegenteil dazu gibt es Aufnahmen, wie man sie kennt, Postabdrücke, die ganz normalen Aufnahmen auf dem Glaskasten, wie man sie kennt. Man sieht da auch Fehlstellungen, das ist gar keine Frage. Aber die meisten Patienten gehen die Probleme eben im Alltag an. Der Alltag besteht meistens nicht darin, dass man still auf einer Stelle steht, sondern dass man in Bewegung ist. Und gerade dann ist es ja interessant, wo sind dann die Probleme? Und da geben uns diese Bilder eben relativ wenig Auskunft drüber. Wenn man in Bewegung ist, gibt es eben eine Möglichkeit, diese Aufnahmen zu tätigen, ganz mobil, so wie mit so einem System. Da werden diese Einlagen ganz normal in den Schuh gelegt. Und man kann wirklich frei sich bewegen durch den Raum laufen, dann werden Aufnahmen gemacht, die man nachher auswerten kann. Oder man hat eine stationäre Platte, die in den Boden eingebracht wird und kann da auch messen. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Gucken wir uns das mal an. Bei den mobilen Systemen ist es so, wie gesagt, die Sohlen werden in den Schuh eingelegt, der Patient kann laufen und bekommt eine schöne Aufnahme, die man sich unten sieht. Groben Anhalt bekommt man, ob eine Fehlbelastung da ist, das auf jeden Fall. Und man kann auch so in etwa auswerten, wo es ist. Aber die Sohlen sind nie hundertprozentig passgenau. Das heißt, die können im Schuh immer millimeterweise nach vorne und hinten, nach links und rechts rutschen. Das heißt, das ist die erste Fehlerquelle. Die zweite Fehlerquelle, die wir haben, wir messen einen Bodenreaktionskraft. Das heißt, wir wollen eigentlich sehen, wie viel Druck erzeugt der Fuß auf dem Boden. Aber bei diesem System haben wir die Einlage, dann haben wir Einlage vom Schuh, dann haben wir den normalen Aufbau vom Schuh, dann haben wir Profil vom Schuh und dann kommt der Boden. Also alles, was dazwischen ist, wird mitgemessen. Und da muss man dann aufpassen, ist der Schuh ausgetreten, steht er vielleicht noch ein bisschen schief, das heißt, wir haben den Druck vielleicht noch ganz woanders, als wir ihn reell haben, wenn er barfuß ist. Und all diese Fehlerquellen muss man einfach berücksichtigen, wenn man mit so einem System misst. Wie gesagt, das hat Vorteile, weil wir ihn wirklich frei laufen lassen können, das ist super. Aber um hundertprozentig den richtigen Punkt am Fuß zu erwischen, wo die Schmerzen sind oder wo die Druckspitzen sind, sollte man damit dann vorsichtig sein. So sieht es bei uns im Biomechanikraum aus. Das heißt, wir haben eine stationäre Fußdruckplatte, die ist hier oben eben eingelassen, eben deswegen, dass wir auch keine Stufenbildung haben. Denn immer wenn die Stufenbildung da ist, neigt der Patient dazu, entweder vorsichtiger aufzutreten oder zumindest wieder anders aufzutreten. Das ist auch wieder kein Relativ gelaufen, ist was Unbewusstes. Man läuft einfach durch. Wichtig dabei ist, dass man im Nachlauf und im Vorlauf gut 3-4 Meter wirklich Platz hat, dass der Patient auch euer Proband, wie auch immer, wirklich laufen kann und nicht sofort in dem Moment, wo er auf der Platte steht, das Gefühl hat, oh, ich muss bremsen, sonst laufe ich irgendwo vor. Auch dann haben wir keinen reellen Druck, wie gesagt. Und der Vorteil daran ist einfach, wir können die Bilder direkt am PC dann auswerfen und sehen, was das ist. So sehen die dann aus. Viele bunte Farben, viele Zahlen, die zu sehen sind und viele Linien. Also die Zahlen geben einfach wieder, wie viel Druck an der entsprechenden Stelle in den Boden gebracht wird. Die Farben korrelieren damit, das heißt, je bunter es wird, je roter oder pinker es wird, desto höher ist der Druck. Blau und weiß sind fast gar kein Druck, aber nur Berührung zum Boden. Und die Linie, die hier immer jeweils durch den Fuß geht, das ist der Verlauf des körperlichen Schwerpunktes, wie er von der Ferse, also ersten Kontakt bis zum Abrollen, durch die großen Ziele, wie beim linken Fuß, beim rechten hat man die Probleme, wie er wirklich durch den Fuß läuft. Das ist ganz wichtig, das zu sehen, weil auch da gibt es Ausschläge, wie man gleich sieht, wenn in bestimmten Bereichen Schwierigkeiten existieren. Jetzt ist die Frage, jetzt haben wir so ein Bild, grob haben wir es erzählt, was es ist, kann man etwas anfangen, oder ist das alles Kaffeesatzleserei und wir wollen einfach nur was erzählen oder dem Patienten irgendwas sagen, was vielleicht da ist. Gucken wir uns das an. Also wir haben zum einen eine Aufnahme des Fußes ohne Strahlenbelastung, das ist erstmal ein super positiver Effekt. Wir haben eine reelle Darstellung, das haben wir gerade gesagt, ganz wichtig. Und wir haben die Berücksichtigung der Größenverhältnisse des Fußes. Das heißt, wenn ich abrolle und Belastung in den Fuß gebe, habe ich immer eine Veränderung, aber die Breite, die Länge, all das wird bei diesen Bildern mit berücksichtigt und wir haben eine super schnelle Verfügbarkeit der Bilder. Wozu können wir das einsetzen? Auf für wen ist es geeignet? Eigentlich für alle Patienten, die irgendwelche Probleme am Fußvorsprunggelenk haben. Generell kann man so sagen. Dann optimale Anpassung von Einlagen, exemplarisch dargelegt, mit der Ergonomie vielleicht auch noch einiges zu erzielen. Bei Auffälligkeiten im Gangbild. Und da wird es interessant, Analyse der Herkunft. Jetzt ist es zum Beispiel als ESG-Uhr gerade angegeben, aber, und deswegen ist es nicht weit oben, da ist auch die Hüfte zwischen, ist das Knie zwischen, ist das USG zwischen. All diese Probleme können wir auch damit beurteilen.
Das heißt, für jedes Gelenk gibt es ein ganz spezifisches Charakteristikum, wo die Körperschwerpunktlinie ausweicht, in welche Richtung sie ausweicht. Da kann man da eigentlich ganz gezielt auch gucken und therapieren, um die Probleme eventuell in den Griff zu bekommen, wenn sie im konservativen Griff zu bekommen sind. Das ist eine Voraussetzung. Und man hat natürlich den großen Vorteil, wir können den Behandlungsverlauf dokumentieren, weil all diese Bilder sind zu speichern, auszudrucken. Super Sache. So sieht es aus, ganz dynamisch. Das heißt, die Verteilung von Fußfehlbelastung können wir sehen, wenn welche da sind. Bei dem Fuß haben wir ja schon gesagt, ist jetzt nicht so viel zu sehen und Deformitäten können dargestellt werden. Ausgedruckt, habe ich ja schon gesagt, schnell drüber gehen. Es ist natürlich, es erinnert so ein bisschen an die Bundesjugendspiele beim Weitsprung. Wir haben eine relativ kleine Platte, aber dafür eine sehr hohe Auflösung. Es gibt deutlich größere Platten mittlerweile, wo man nicht so genau darauf aufpassen muss, wo man da hintritt. Man trifft es auf jeden Fall, weil es die Auflösung halt teilweise geringer. Man muss halt eine hohe Auflösung entschieden, damit wir halt wirklich den Fuß gut unterteilen können und die Drücke dementsprechend auch zuordnen können. Wir nutzen sie primär zur präoperativen Befundaufnahme, postoperativen Kontrolle, zur Gammelschnur. Also dazu gibt es gleich Beispiele: postoperative Belastungsschulung und propriozeptives und koordinatives Training. Gehen wir mal durch. Präoperative Befundaufnahme, das heißt Fußdeformitäten, die ja da sind, Spreizfuß, Hohlfuß und so weiter, können wir ganz gut dokumentieren. Spreizfuß im Vorfußbereich, das Gelenk absolut abgeflacht. Hauptbelastungspunkt erwarten wir eigentlich unter den ersten bis dritten Zehen, also genau in diesem Bereich, ist als Belastungsspitze unter der fünften Zehenkante mittlerweile. Also komplett abgeflachtes Gewölbe, dass da was gemacht werden muss, denke ich mal, ist keine Frage, wenn man solche Bilder sieht. Ja, weiter Hohlfuß kann man ganz gut erkennen. So ein Bild sieht man relativ oft, wenn man sagt, in erster Linie ist Hohlfuß, können wir gucken. Man muss immer gucken, und das ist eben diese Kombination, wie sieht der Körperschwerpunkt aus. Hier ist es so, dass er wirklich auch nach lateral geht, das heißt, wir erwarten wirklich irgendwie einen Kontakt auf dem lateralen Bereich, ist nicht. Also da kann man wirklich vom Hohlfuß sprechen. Es gibt halt manchmal wirklich dieses Phänomen, dass der Patient vorher eben doch mit so einer plastischen Messung gerufen etwas bewusster schon nach innen weggeht. Das heißt, diese Linie würde wirklich so eine Wölbung nach innen weggehen und dann ist es relativ normal, dass im Außenbereich der Kontakt nicht mehr da ist und man so ein Bild bekommt. Deswegen, man muss immer die Kombination sehen, was da so gerade ist. Knicksenkfuß, denke ich mal, so ein Bild spricht für sich alleine. Das ist wirklich, also über das ist so eine klar, ersten bis dritten Zeh haben wir gesagt, aber hier hat sie nun mal so gar nichts zu suchen. Hier ist eigentlich ein Bereich, wo ja, Kontakt vom Fußgewölbe gar nichts am Boden zu suchen hat. Auf jeden Fall beeindruckenswürdig. Postoperative Kontrolle. Um das vernünftig kontrollieren zu können, brauchen wir natürlich, haben wir gerade präoperativ erstmal ein Bild. Jetzt ist es so, dass postoperativ man ja nicht sofort komplett auftreten darf. Also man braucht schon eine gewisse Zeit, bis das wieder machbar ist. Und auch dann hat der Patient sich eine gewisse Schonleitung angewöhnt. Dann ist es manchmal schwierig, wieder nebeneinander zu liegen und zu sagen, ist es jetzt wirklich besser geworden oder nicht. Und man hat sich da einfach eine Hilfsmittel zur Position gemacht, dass man sagt, okay, wir legen zum Gitter drüber. Das teilt man 31-30% im Rückfuß-, Mittelfußbereich. Die letzten 40% werden voll aufgeteilt in 25-15 und die jeweils nochmal, jeweils gerade zu einem Drittel unterteilt. Und wenn man so ein Gitter dann auf so ein Bild legt, ist relativ eindeutig, was man gleich sehen wird, dass es dann sich geändert hat. Also, präoperatives Bild. Ist halt vorne das Fellgewölbe abgeflacht, sieht man, harmonisiert von der Farbgebung und eine Hallux-Valgus-Komponente. Ist jetzt auf dem Bild nicht so ganz eindeutig zu sehen, ist aber da. Das heißt, was geht da drauf liegen, würde man erwarten, Hauptbelastungszone, erste bis zweite Drittel. Der Großteil sollte halt im ersten Drittel sein, geht direkt an die Grenze, sprich Hallux-Valgus-Komponente. Wurde operiert und jetzt wird es interessant, wenn man das Bild danach sieht. Sieht komplett anders aus, würde man im ersten Moment sagen, wirklich besser geworden, wir haben die Belastung, die an der Seite eigentlich nicht hingehört, der Druck ist immer noch sehr breit vorne und ob der Hallux-Valgus hier vorne weg ist, weiß ich nicht so wirklich. Legt man aber das Gitter drüber, ist es noch dann eindeutig zu sehen, Hauptkomponente der Belastung ist genau da, wo es hingehört, erstes bis dritter Strahl, das heißt genau auf der Grenze. Die Hauptbelastung ist mit der Großzehe wirklich im ersten Drittel, auch die Zehe ist im ersten Drittel zu sehen, was halt drüben nur ansatzweise noch war. Und dieser Bereich, das ist ganz normal, das ist postoperativ immer wieder zu sehen. Der Patient hat sich halt über die Zeit, wo er einen schönen Schuh tragen durfte, wo auch Schmerzen postoperativ da sind, eine Schonhaltung angewöhnt. Und die sieht so aus, dass die Außenkante mehr belastet wird. Und das ist nun mal dann die Aufgabe der Physiotherapie, genau diese Fehlbelastung wegzubekommen.
macht man aber erstmal so ein Bild. Es ist relativ normal, dass man hier erstmal eine erhöhte Belastung sieht. Die ist jetzt nicht immens hoch, sonst wäre es gelb oder rot. Aber es ist halt eine erhöhte Belastung, die man wieder abtrainieren muss. Alles andere ist aber, was operativ korrigiert werden sollte, korrigiert worden. Und das ist ja eben das Interessante, was bei postoperativer Kontrolle dann da ist. Geht an die Belastungsschuhe. Kennt man das, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir haben eine Teilweise von 20 Kilo, gut, man stellt seine gute alte Waage auf den Boden und stellt das Patienten da drauf treten. Erstens mal die Stufenhöhe, das haben wir gerade schon gesagt, ist nicht ganz so glorreich. Und mit dieser Waage kann man nämlich dynamisch arbeiten. Es sei denn, er trifft dann ganz genau die Waage und läuft dann auch weiter, aber das ist, kriegt man dann nicht wirklich so hin, dass man sieht, wie viel Kilo habe ich denn das. Und dann kann man sich so eine Platte wirklich ganz gut zunutze machen, dass man sagt, okay, erstmal im Stand, ein bisschen arbeiten, dort ist so viel, die 20 Kilo sind hier gemeint mit einer Linie, nur so viel Druck drauf geben, dass die 20 Kilo wirklich erreicht werden. Wenn man dann weitergeht und die Dynamik setzt, dann ist es so, dass man wirklich, mal gucken, ob ich den auch starten, das wäre gehört, wer sich aber, dass man sagt, okay, erstmal wieder statisch einmal Druck aufbauen und dann losgehen, beziehungsweise im rechten Film das sofort in Gang macht. Wer jetzt gerade drauf aufgepasst hat, hat gesehen, dass es ja gerade eine Explosion des Druckes gab, in dem Moment, wo die Patientin abgerollt hat. Das ist kein Druck, der im Fuß ist, sondern das ist die Peitschenhubwirkung vom Großziehen. Das heißt, in dem Moment, wo ich abrolle und mich abstoße, habe ich natürlich mehr Druck. Aber es ist ja nicht die Belastung, die senkrecht in den Knochen reingeht, die uns interessiert. Ja, also da müssen wir einfach aufpassen, man darf sich da nicht schenken, wenn es auf einmal nach oben schnellt. Das ist was relativ Normales. Man muss halt nur gucken, in welchem Bereich war das. Propriozeptives und koordinatives Training haben wir noch erwähnt als letzten Punkt. Das ist ein Patient, der mit einem linken Fußproblem am linken Bein operiert wurde und da noch wirklich Probleme hat. Man sieht es auch bei den statischen Aufnahmen, dass die Hauptbelastung im Fersenbereich ist, wo sie beim Auftreten zu hängen gehört, aber nicht, wenn ich mit beiden Beinen auf dem Boden stehe, sondern sollte sie gleichmäßig verteilt sein wie im rechten Fuß und der Körperschwerpunkt dann auch ziemlich mittig liegen und nicht ziemlich weit nach hinten liegen. Man sieht, dass er steht ungleichmäßig, das soll nicht sein. Das kann man sich zunutze machen, dass man eben sagt, okay, erstmal Gefühl aufbauen, gesunde Seite nehmen, draufstellen, dass man über Biofeedback jetzt wirklich arbeiten kann und sagt, okay, fühl einfach mal nach, wie spielt sich der Fuß an und guck dann, wie das Bild aussieht und das ganze Spielchen macht man dann halt mit dem Rechten. Einfach erstmal so am Anfang, nicht wirklich toll. Wenn man dann weiterguckt, sieht man jetzt schon, dass er relativ stabil steht. Und mit ein bisschen Übung kriegt man es dann auch ganz gut hin, dass er zeitweise zumindest sieht man das so ganz gut über den ganzen Fuß verteilt. Das sind alles so Sachen, die kann man sich sehr gut zunutze machen, die man sonst einfach nicht in der Hand hat. Und ich denke mal, damit profitiert auch der Patient. Wenn man jetzt also guckt, ist es alles so Kaffeesatzleserei oder kann man damit wirklich was anfangen, kann man, glaube ich, mittlerweile wirklich sagen, man kann damit was anfangen und man sollte auch was damit anfangen, wenn man solche Mittel zur Verfügung hat, damit man Patienten wirklich was Gutes tun kann. Und wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt, dann kann man wirklich mit neuen Analyseverfahren wirklich den Patienten auch ein ganzes großes Stück weit helfen und weiterbringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.